ich brauche den O-Ton für die Sendung heute. Ja. Carsten van Rissen, kennst du doch, ist ein Komiker. Ja, weiß ich doch. Weiß ich. Ja, ich weiß. Kommt jetzt ein Taxi, was ist er wahrscheinlich? Ich muss Schluss machen, Chip. Was ist er? Was ist er? Lauft ihr? Ja. Guten Morgen, Herr von Rissen. Mein Name ist Marco Adams, ich bin von Dortmund TV. Darf ich Sie zum Flughafen was fragen, zum Dortmunder Airport? Jederzeit gerne, aber ich muss jetzt dringend zum Flugzeug. Sorry. Ja, ist heute für die Sendung heute, Herr von Rissen. Es tut mir leid. Lassen Sie uns, haben Sie ein Kärtchen? Ja, ja. Ich brauch's aber heute eigentlich. Machen wir ein andermal, sorry, aber ich muss jetzt los. Ich ruf Sie an. Komm, wir gehen hinterher. Bleib mal dran. Herr von Rissen, darf ich Ihnen behilflich sein vielleicht? Ja, gerne. Wo geht's denn hin? Nach München muss ich. Ja, München. Okay. Ja, so können Sie ja zu Hause jetzt hier ganz bequem, schauen Sie mal, auf der Internetseite des Flughafens erfahren, ne, ja, zu welcher der beiden Fluggastkontrollen jetzt A oder B Sie gehen müssen. Ah ja. Gibt ja seit kurzem hier zwei Fluggastkontrollen, ne? Oder schauen Sie hier vor Ort auf den Monitoren, da steht es ja auch, ob Sie zur neuen Fluggastkontrolle A oder B müssen. Oder da hinten am Informationsschalter können Sie auch alles erfahren. Ja. Ja. Oder halt am Check-in-Schalter. Dann geht's auch schneller, ja. Ah ja. Das ist ja super. Ja, danke schön. Ja, haben Sie vielleicht doch noch ein Minütchen Zeit für uns? Bitte. Los, fragen Sie. Ach super. Ja, wir müssen kurz das Bild einrichten. Läuft. Ihr lauft, ja? Lauft, ja. Okay, Herr von Rissen, Sie sind ja auf dem Weg nach München. Was ist denn Ihr nächstes Projekt? Ja, mein nächstes Projekt. Ist zu laut, Herr von Rissen. Wir müssen ja eben kurz warten. Mach mal aus. Gut, super. Herr von Rissen, ja. Tut mir leid. Also, Sie sind jetzt auf dem Weg nach München. Was ist denn Ihr nächstes Projekt? Ja, also mein nächstes Projekt in. Angel. Abbruch. Ich stehe mal hier besser. Herr von Rissen, Sie sind ja. Entschuldigung. Wir sind auf dem Weg nach München, ja? Richtig. Was ist denn da Ihr nächstes Projekt? Ja, also mein nächstes Projekt wird sein. Haben Sie denn überhaupt eine Drehgenehmigung? Nee, wusste ich jetzt nicht, dass man hier auch eine Drehgenehmigung braucht. Dürfen wir jetzt nicht mehr? Also haben wir eine Drehgenehmigung? Gehen wir raus, Herr Freund. Sorry, ich bin raus aus der Nummer. Nee, sorry. Nein. Danke. Tschüss. Oh, was mache ich denn jetzt? Über alle Berge. Machen wir jetzt. Ich ruf mal meinen CVD an. Ja, Herr Adams, Van Rissen noch mal am Apparat. Also das an der Fluggastkontrolle, das war super schnell. Das ging richtig fix. Und wenn Sie jetzt genauso fix eine Drehgenehmigung besorgen, dann sind wir im Geschäft. Jetzt bin ich mal gespannt.